Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Heute geht es an ein kleines Päckchen ran, was ausgepackt werden möchte, was ich jetzt schon ein bisschen länger habe, was sich alles ein bisschen verzögert hat und ich freue mich jetzt wie Bolle drauf, dieses Päckchen endlich gemeinsam mit euch auszupacken. So sieht das einmal aus, hat mich erreicht, aus Irland. Die liebe Nadine und ich haben das so eigentlich einmal im Jahr, dass wir uns so ein Päckchen hin und her schicken. Ich weiß schon, sie hat in meins reingeschaut und hat sich schon gefreut. Ich hänge wie immer hinterher und bin jetzt mega, mega gespannt, was sie sich hat für mich einfallen lassen, was sie erbeutet hat in Irland. Und ich verlinke ihren Kanal auf jeden Fall. Sie freut sich bestimmt auch, wenn ihr da mal reinschaut. Und da könnt ihr dann auch sehen, was ich ihr zugeschickt habe. Und naja, was sie mir zugeschickt hat, das erfahren wir jetzt, indem ich hier einmal mit Schere bewaffnet versuche, dieses Klebeband aufzubekommen. Und wirklich, Leute, ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich das öffne. Ich einmal Doktor gespielt und das Paketchen hier rausgeschält, sehe ich erstmal noch nichts außer Konfetti. Also die kleine Party ist hier schon am Start. Sie hat das so schön gemacht und hier was drüber gelegt. Oh mein Gott, und sie hat alles eingepackt, so wie das aussieht. Und Sophie! Oh mein Gott, Nadine, ah, was ist denn das alles hier? Leute, das ist nur das oberste Teil hier. Und schaut mal, was hier alles drin ist. Oh mein Gott, ich bin super, super gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Sie hat mir auch hier, oh mein Gott, es geht schon kaputt, die kleine Karte mit dazu gelegt. Oh mein Gott, sie hat immer so süße Karten, auch wirklich. Oh, hier, es war noch so ein bisschen weihnachtlich. Also ich hole uns hier Weihnachten noch mal ein bisschen zurück. So schaut die einmal aus. Und das ist eh so eine kleine Weihnachtsmaus. For lots of treats. Oh mein Gott. Have a wonderful Christmas. Hallo Katrin, endlich ist es wieder soweit. Wir machen unser jährliches Paket. Ich freue mich, da ich deinen Geschmack schon ein bisschen kenne, fiel es mir nicht so schwer, was zu finden. Ich mache mir da immer so viel Kopf drum. Ich hoffe wirklich, ne, dass sie zufrieden war mit ihrem Päckchen. Dann schreibt sie noch, da ich diesmal so ein tolles Papier zum Einpacken gefunden habe, dachte ich mir so, Geschenke auszupacken macht Spaß. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Habe dir sehr viele Naschis gekauft. Oh mein Gott, ja, wir haben auch ganz viel leckeren Futterkram uns zugeschickt. Etwas davon und davon. Hoffe, es gefällt dir und du kannst etwas damit anfangen. So, nun mega viel Spaß beim Auspacken. Schön, dass wir jedes Jahr uns ein Paket schicken. So bekomme ich viele tolle Sachen aus der alten Heimat. Wünsche dir schon mal schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Deine Nadine aus Irland, ne? Also, falls ihr euch wundert, ich sag ja, es wird hier noch ein bisschen weihnachtlich, ne? Und dann geht's auch jetzt mal direkt hier los mit dem, was ich hier irgendwie schon zerstört habe, weil hier so eine kleine Ecke rauskam. Oh, wie süße. Sie hat mir, glaube ich, Weihnachtsdeko hier noch geschickt. Ach, wie schön. Ich habe übrigens tatsächlich, auch wenn ich auf dem letzten Drücker meine Weihnachtsdeko noch hingestellt habe, ich habe sie dafür noch stehen, weil ich dachte, na, wenn ich schon so spät an bin, dann möchte ich wenigstens noch was davon haben. Also in meinem Haus ist tatsächlich immer noch Weihnachten. Und hier habe ich ein LED Christmas Star Laterne. Tatsächlich habe ich so eine auch. Ich finde die richtig, richtig schön. Und da hat sie mir echt schon tolles Teil geschenkt. Sowieso auch die vergangenen Tauschpakete, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Sie ist eh so eine kleine Dekomaus auch und findet immer so, so tolle Sachen. Unter anderem eine Lampe, die immer noch bei mir draußen im Garten steht. Und ne, hier, der muss man zusammenbauen. Das erspare ich euch gerade. Sonst geht das Video wahrscheinlich noch länger, weil sie einfach so viel reingepackt hat. Ich bin so neugierig. Und sie hat so recht, es macht wirklich mega Spaß, immer Geschenke auszupacken. Ich nehme mal das hier, was hier drauf liegt. Und das kluckert so ein bisschen hier rum. Oh, und ist so ein riesen, oh mein Gott, Bottle. Und oh mein Gott, ich bin neugierig.
schaut mal, ne, die haben natürlich ganz andere Produkte. Ich weiß, Beauty ist in Irland echt ein Ticken teurer. Das ist sehr, sehr ärgerlich immer, ne? Deswegen, ich versuche dann die Sachen, die sie gerne mag, auch ihr zuzuschicken, weil man dann natürlich in Deutschland ein bisschen günstiger dran kommt und ein paar Leckereien, die es vielleicht da auch nicht so gibt. Und hier habe ich Just So Nutty Kokosnuss und Mandel Conditioner. Oh mein Gott, er ist nochmal extra verklebt. Aber das hört sich ja schon mega lecker an. Und ich könnte mir gut vorstellen, weil hier ist noch so eine Flasche, dass hier vielleicht noch das Shampoo dazu passend ist. Oh, ich sehe was Durchsichtiges, Leute. Und versucht. Oh mein Gott, ja, ich hatte es gehofft. Und Dankeschön, Nadine. Wie cool ist das denn? Schaut mal. Das passende Shampoo dazu auch gleichzeitig hier mit drin. Aber das sieht so flüssig aus. Das finde ich sehr interessant. Ne? Als Shampoo so flüssig kenne ich gar nicht so. Ne? Einmal hier auf jeden Fall noch ein passendes Shampoo. Und da freue ich mich jetzt schon mal so arg drüber. Und hier geht es als noch weiter mit dem nächsten Teilchen. Vielleicht haben wir hier... Oh mein Gott, mir tut das so in der Seele weh, das hier so ein bisschen zu zerstören. Aber ich glaube, wir haben hier ein bisschen was an Putti mit drin. Ja, einmal. Oh, das ist so schlimm, wenn ich sowas abfilme. Dann wirklich, mir läuft da immer das Wasser im Mund zusammen. Ich habe hier gleich zwei Sachen drin. Unter anderem einmal hier Kokosnuss und Dark Chocolate, so kleine Schokoteilchen hier. Oh, die machen mich auch neugierig. Und dann habe ich hier Bazooka Rattlers Fruity. Die erinnern mich an Skittles, ne? Also die sehen so ein bisschen aus wie Skittles. Das könnte tatsächlich sein. Fruity Chewy Candies, sowas mag ich auch gerne. Also... hier bin ich auch schon wieder voll dabei und du hast so 100% bis jetzt meinen Geschmack getroffen. Das nächste kleine Päckchen ist einmal hier. Ich glaube, mir sieht man schon wieder das Grinsen im Gesicht an. Das macht echt so Spaß und gleichzeitig hofft man echt, dass man auch gut ausgewählt hat. Oh, hier kommt noch was zu futtern. Leute, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ja auch... das ist alles mega interessant. Ich muss das vor Schatzi verstecken, ne? Der futtert das sonst alles gleich weg. Der liebt auch sowas. Und zwar haben wir hier Gift Whirl Whirl. Das ist, glaube ich, so Luftschokolade, ne? So sieht das einmal hier aus. 5 Stangen sind hier drin. Twirl von Get Berry. So heißt die Marke, glaube ich. Wie cool. Also die werde ich auch mit Genuss wegfuttern. Das kann ich dir sagen. Leute, das sind doch Chips. Leute, sind das Chips? Sag mal. Seid ihr auch so kleine Geschenkerattler, um rauszufinden, was drin ist? Auch wenn man manchmal gar keine Chance hat. Aber man rät ja auch einfach gerne. Und ich meine, hier Chips, mein Futtergehörsinn hat meine Chips gehört. Und yes. Süße Maus und sie sind alle heile, also nicht zerknittert oder so. Ich glaube, ich knister hier ein bisschen viel, ne? I'm sorry. Schaut mal, das hier ist hier einmal drin. Das sind so Riffelchips und zwar, wie cool. Da musste ich noch lachen, ne? Weil ich habe meinen Postboten des Vertrauens, der immer weiß, okay, wie schicke ich das jetzt nach Irland? Und der hat dann auch, was hast du denn da für ein Paket wieder? Und dann sage ich, ja, wir schicken uns dann eins nach Irland. Und ich habe auch eins bekommen. Und dann sagt er noch so schön, wahrscheinlich mit Guinness drin. Naja, nichts zum Trinken, aber von Guinness wohl was zum Knabbern. Flamed Grilled Steak. Deep Rich for Extra Flavor. Kringle Cut. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob die nach Bier schmecken. Ich habe keine Ahnung. Einmal die auf jeden Fall hier drin, werde ich mit Genuss wegfuttern. Dann das nächste Teilchen ist einmal hier sowas. Oh, übrigens, ne, auch Kerzen hat sie mir so toll zugeschickt. Warum sage ich das? Weil mich hier diese Form einfach an eine Kerze erinnert. Aber Leute,
Ich glaube, ich muss. Ha, wie cool ist das? Ich bin sowas von falsch mit Kerze, aber es ist. Habe ich noch nie gegessen. Christmas Pudding. Hier, so ein Christmas Pudding ist das hier. Ne? Oh Gott, ich habe so lange gebraucht. Hoffentlich ist das alles noch gut. Aber es sieht gut aus. Ich habe gerade irgendwas gelesen mit 30 Minuten. Oder? Bin ich hier richtig? Ne, 50 Sekunden in der Mikrowelle. Ich dachte gerade 30 Minuten, der kleine Kuchen. Richtig cool, werde ich auch gerne mal futtern. Ist hier mit Früchten, Cider und Brandy. Sehr interessant. Ist auch noch bis April 25. Nadine kennt mich wirklich. Die weiß, dass ich manchmal viel um die Ohren habe, wo ich dann auch nicht dazu komme. Hier kommt das nächste Teilchen. Sind das Nüsschen? Sind das Nüsschen? Ich darf nicht so laut rascheln, sonst habe ich hier gleich wieder den kleinen Mops am Start, der denkt, er kriegt hier was zu futtern, ne? Ich schau mal gerade rein. Leute, ich habe echt mein Näschen hier für Futter. Ich sag's euch. Oh mein Gott, lecker. Erdnüsschen. Hier, ihr wisst das. Ich darf nicht so viel Erdnüsschen essen. Aber ich liebe Erdnüsse zu essen und ich musste echt kauen, kauen, kauen. Aber die hier sind, glaube ich, noch so ein bisschen überzogen und könnte ich. Ich bin eh so ein kleiner Knabberer. Auf der Couch und so dann immer irgendwas am Knabbern. Also da auch wieder echt 100% mein Geschmack. Das nächste hier, sehr leicht. Ich glaube nicht, dass wir. Haben wir hier. Nein, das hier ist, glaube ich, nichts zum Essen. Das glaube ich nicht. Purifying sehe ich. Oh, das könnten Masken sein, ne? Ich schau mal gerade. Ah, tatsächlich. Okay. Okay, interessant. Oh mein Gott, von Beauty Formulas habe ich hier was. Und zwar Nasenstrips einmal hier mit Gold. Oder was ist das hier? Und Kollagen. Okay, damit auch das Näschen schön prall ist. Ich benutze sowas ja eigentlich nicht mehr, weil ich gehört habe, da macht man sich hier die Poren oder die Haut um die Nase so kaputt. Muss ich mal schauen. Die würden mich jetzt schon interessieren, ob ich die nicht mal mache und gucke, wie meine Haut reagiert darauf. Deep Cleansing, weil die sind natürlich auch interessant. Da gibt es ja, wie gesagt, sehr spannende andere Sachen, wie jetzt so bei uns, wenn man einkaufen geht. Dann geht es weiter hier mit so einem kleinen Päckchen, in dem wir vielleicht einen Schokoriegel haben. Oh, ja. Oh, I love it. Oh, könnte ich mir reinstopfen, Leute. Da sind wir wieder bei Erdnüssen. Das ist doch wie, ja, also Reese's, so ein, oh Gott, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Leute. I'm sorry. King Size natürlich auch noch, ne, damit ich hier richtig was zum Klappern habe. Mit Karamell und Erdnussbutter und Erdnüssen und Schokolade. Ah, ich freue mich jetzt schon. Ich würde am liebsten alles gerade auch testen, aber dann kann ich leider nicht mehr mit euch reden. Dann geht es hier noch einmal. Das ist was Kleineres. Was könnte das denn sein? Hat sie mir einen Nagellack? Vielleicht einen Nagellack? So von der Form her könnte das doch sein. Hat sie auf jeden Fall sehr gut. Na, die liebe Grüße. Sehr gut zugepackt. W7 sehe ich hier oben. Ich meine, das. Oh, Glitzer. Wir sind wieder bei dem Thema Glitzer. Oh Leute, ist der schön. Den könnte ich wieder nur anschauen. Oh mein Gott. Ah, ich liebe Glitzer einfach. Es macht mich einfach immer glücklich, Glitzer zu sehen. Ist tatsächlich ein Nagellack. Habe ich ja meistens nicht jetzt auf den Fingernägeln, aber meine Fußnägelchen. Und da eher knallige Farben. Aber da so ein bisschen Glitzerpep einmal drüber ist natürlich auch schön. Ne? Und der hier ist einfach, der ist gerade so ein bisschen zum Dahinschmelzen für mich. Dann gehen wir mal zu diesem Teilchen. Das sieht nämlich auch sehr, sehr interessant aus von der Form. Und Leute, ich habe gar keine Ahnung, was das hier sein könnte. Ich würde jetzt so sagen, Duftstäbchen von der Form.
Aber wahrscheinlich. Nein, das ist Butter. Ich freue mich. Oh mein Gott, das ist sehr leckeres Butter. Das sind Kekse. Von Jacobs. Lemon. Es sind Lemon Puffs. Schaut mal, wie schön. Die sind einmal hier. Ich dachte erst Oreos oder so, aber nein. Mit Zitrone drin. Oh, oh mein Gott, Nadine. Ich sag's dir, du machst mich hier mega happy. Ich liebe so Geschichten. Ich glaube, auch hiermit wird sie mich glücklich machen, denn das hier, würde ich behaupten, ist eine Schokolade. Und wir wollten erst so ein bisschen im Sommer auch dieses Paket machen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wir schicken uns eh Futterkram hin und her. Und bestimmt ist Schokolade dabei. Und das schmilzt uns ja, das war ja so heiß, ne? Jetzt beschwere ich mich über die Kälte, dann über die Hitze, ne? Aber ich hatte echt Angst, dass uns die Sachen wegschmelzen. Dann haben wir es ein bisschen nach hinten geschoben. Dann war bei uns noch Trubel, dann war Auto kaputt und tralala, ne? Jetzt war ich ja ein bisschen krank, deswegen alles so ein bisschen hinten dran. Aber freudig wird hier weiter ausgepackt. Und zwar eine super leckere Schokolade von Getberry auch. Ich weiß nicht, ob ich das übrigens richtig spreche. Eine Daily Milk Salted Caramel. Oh mein Gott. Das ist natürlich auch wieder meins. Dann habe ich hier das nächste schon in den Händen. Und ich meine, es wäre auch Schoki. Irgendwas. Schoko-Erdnüsse oder sowas wäre jetzt so ein Träumchen in meiner Vorstellung. Aber, Leute, ich bin sowas von falsch. Es sind keine Schoko-Erdnüsse. Nein, aber es ist was Schönes und Glitzeriges. Und zwar hat sie mir hier so Deko-Diamantchen reingepackt. Oh, ich mag sowas. Ich habe ja auch meistens so auf meinen Instagram-Fotos und so, habe ich ja auch so ein paar davon. Und sowas ist natürlich immer schön, für dann ein paar schönere Fotos zu machen. Also ich versuche es jedenfalls, da ein bisschen zu dekorieren. Sehr cool, ne? Oder so auf dem Tisch auch einfach, kann man schön immer ein bisschen dekorieren damit. Vielen, vielen Dank, auch wenn es keine Schoko-Erdnüsschen sind. Dann gehen wir mal hier zu dem. Sie rätselt und hat gar keine Ahnung. Also gar keine Ahnung, das fühlt sich... Ist das ein Bilderrahmen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier drin ist. Also meine Fantasie geht wieder mit mir durch. Und wir schauen mal. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, es ist quasi ein Bild. Ich war gar nicht so verkehrt. Und schaut mal. Have a holly jolly Christmas. Wie schön ist das denn? Das ist so zum Hinstellen, ne? Das hat hier hinten so einen, wo man aufklappen kann und dann noch so ein bisschen schöne Weihnachtsdeko hat. Und natürlich ist das Ganze mit Glitzer. Wir zwei Glitzermäuse, ich sag's euch. Richtig süß. Oh mein Gott, das gefällt mir auch mega gut. Oh, ich will weiter Weihnachtsdeko dekorieren, weil es schon... Ich glaube, das nächste, was ansteht, ist Ostern. Von daher, vielleicht lasse ich meine Weihnachtsdeko auch einfach das ganze Jahr. Dann muss ich sie nächstes Jahr nicht mehr aufstellen. Und dann kann ich da ja noch ein bisschen weiter dekorieren. Leute, ich schweife ab. Aber das hier sind Chips auch wieder. Oh mein Gott, ich hoffe sehr, weil das würde mich freuen. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes Cooles, aber... Das hört sich an wie diese, oh, wie heißen die, diese festeren Chips, wo man sich früher immer so um die Finger gemacht hat und dann weggeknabbert hat. Kennt ihr die noch? Habt ihr das früher auch gemacht, diese, ne, mit dieser Öffnung? Ich glaube, jetzt würde ich mittlerweile keinen Finger mehr reinkriegen, aber nein, es sind keine zum Überstülpen, aber es sind Chips. Oh mein Gott, was für eine schöne Verpackung, bitte, ist denn das? Sind hier Barbecue Beef Riffle Chips übrigens mit irischen Kartoffeln. Einmal hier von Tesco Finest. Oh mein Gott. Ne, das sind ja auch Sachen, da kommt man ja so hier nicht dran. Da will man ja schon gar nicht probieren, weil vielleicht sind die Sachen super lecker. Wobei ich ihr wahrscheinlich auch schreiben könnte, könntest du mir nochmal einen Vorrat schicken von bla bla bla, ne? Das nächste kleine Teilchen ist hier. Also wirklich, Nadine, liebe Grüße auch an dich. Ich bin auch so, ich glaube, sie hat auch so diese Pakete und dann immer noch mal Tesafilm drüber, ne, damit es hält.
auch hier habe ich jetzt wieder so einen Fall. Ich will nicht zu viel quetschen, nicht, dass ich was kaputt mache. Aber ich weiß gerade nicht, was hier drin sein könnte. Oh mein Gott, es ist nicht ein Kürbis, es sind viele Kürbisse. Schaut mal. Oh, hier ist ja auch schön. Das sind kleine Holzkürbisse, die man dann aufhängen kann oder irgendwo dranhängen kann zum Dekorieren oder so, ne? Für im Herbst dann so ein bisschen hier mit so Holzkügelchen auf. Auch richtig schön, ne? Oh mein Gott. Ne, da wünscht man sich ja schon fast die Zeit wirklich wieder bei. Dann ja, Leute, ein Teilchen, das habe ich jetzt schon ein bisschen hin und her geräumt. Hört mal, was könnte das sein? Hoffentlich nichts, was ich gerade kaputt gemacht habe, aber ne, auch von der Form her, irgendwelche Bällchen, aber in einem Döschen. Ich sehe eine Kuh. Es lächelt mich eine kleine Kuh hier an. Hä? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Hashtag Verpackungsopfer. Es ist Gras. Happy Gardens. Grow your own Daisy the Cow. Leute, das ist... ihr sollt da 120... Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ihr sollt 120 Milliliter Wasser in diesen Pott machen. Bei 15 bis 20 Grad stehen lassen. Da ist dann wohl irgendwie Gras. Schaut mal, so sehen diese Tablettchen hier aus, ne? Dann sollt ihr, was soll ich denn dann machen? Scatter Seeds. Habe ich die hier dabei oder wächst das automatisch? Vor allen Dingen ich mit meinem grünen Daumen. Sie weiß das eigentlich, dass bei mir nichts wächst. Ich beneide sie immer, wenn sie dann auch irgendwelche Videos gemacht hat, wo sie da Tomaten und tralala angepflanzt hat. Bei mir ist einfach nichts. Ich krieg nichts zustande. Hier einmal, vielleicht kriege ich das Gras zum Wachsen. Das wäre auch mal sowas, wo ich euch auf dem Laufenden halten könnte, ne? Auf jeden Fall sehr cool. Und ich feier gerade, ich kann nicht mehr. Diese Verpackung ist genial. Wie cool ist denn diese Idee auch, ne? Dann habe ich hier eine Riesentüte. Eine Riesentüte. Das hört sich so nach Maisbällchen an. Oder? Leute, schaut mal. Ah, was ist denn denn da zum Vorschein? Es ist Kokosnuss-Vanille-Popcorn. Ich ziehe um, offiziell. Ihr werdet meine nächsten Videos aus Irland sehen. Es gibt Kokosnuss-Vanille-Popcorn und Popworks. Sweet and Salty. Das sind wie Tacos aus Popcorn oder sowas. Einmal hier das. Ich glaube, mein Hund hört zu viel das Rascheln hier. Der wird ungeduldig, dass ich wieder nach unten komme. Ich mache das nächste Teilchen. Das ist einmal das hier. Und da haben wir, ich glaube, wieder ein Reese's. Das sind Reese's. Oh, die sind so lecker. Ich liebe sie. King Size Reese's. Ich entdecke sie einmal hier schon. Und zwar diese Peanut Butter Cups einmal hier mit drin. Oh, wie lecker ist denn? Wirklich, das ist so ein lecker Schmecker Deko. Wohlfühlpaket hier. Einmal das nächste ist das hier und das ist wieder Schokolade, glaube ich. Ich glaube, das ist wieder Schokolade. Ah, mit einem wunderschönen Lila, Leute. Also allein diese Verpackung. Das sind kleine Riegel. Daily Milk auch wieder. Hier so kleine Milch. Ich meine, die sind gefüllt mit Milch hier einmal drin, ne? Vier Riegel an der Zahl. Oh, ich werde mich sowas von durchfuttern, Leute. So, und zwei Teilchen bleiben hier einmal noch. Hier ist ein bisschen Tumult gewesen im Haus, weil wir gerade Öl angeliefert gekriegt haben, ne? Deswegen muss ich kurz mal unterbrechen. Und, oh mein Gott, ich sehe jetzt schon, ne? Sie hat mir echt eine kleine Lidschattenpalette da reingepackt, wenn ich richtig sehe. Und sie glitzert.
Oh, meine Güte, schau, oh mein Gott. Ich sag ja, bei Glitzer geht mir wie das Herz auf. Schaut mal, wie schön das ist. Diamond Dreams von Sunkist, eine Eyeshadow-Palette. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ist sie hier nochmal extra zu? Ich krieg sie gerade gar nicht richtig auf. Aber die ist ja auch, oh mein Gott. Naja, ihr seht es ja, es ist ein kleines Glitzerparadies hier einmal mit drin. Oh, I love it. Glitzer geht eben immer. Und als letztes Teilchen ist hier noch sowas richtig Großes. Könnte jetzt auch vielleicht wieder Deko sein. Auch da schauen wir noch einmal rein. Sehr, sehr gut gepolstert. Oh mein Gott, ja, es ist Deko. Ich erkenne hier Christmas und oh mein Gott, es ist gleich doppelte Deko. Ich weiß nicht. Ey, oh mein Gott, ist das süß. Wir haben hier nämlich einmal so ein Anhängerchen mit hier Tannenbäumchen und Christmas steht hier drauf. Merry Christmas sogar. Wie schön ist das denn, ne? Auch das hier hinzuhängen. Ich habe hier ja mal abdekoriert. Und einmal Hello Autumn, ne? Für den Herbst. Wie schön das einfach ist. Ich mag sowas gerne und freue mich auch da mega drüber. Leute, Leute, ich bin ganz von den Socken. Ich freue mich richtig dolle auf die Sachen zu probieren. Dann hat sie mir hier wirklich so ein bisschen Pflege und Beauty mit reingepackt. Diese kleine Glitzer-Lidschattenpalette, Nagellack. Sie hat mir ach, so viel schöne Sachen reingepackt. Ich bin gespannt. Vielleicht schreibt mal gerne, aber das hier ist so 100% getroffen. Und ich hoffe einfach nur, dass ihr meine Auswahl auch gefällt und ihr Lieben. Ne, ich verabschiede mich jetzt einfach an dieser Stelle, weil sonst werde ich wieder ganz rührselig. Schaut auf jeden Fall bei der wundervollen Nadine auch rein und lasst liebe Grüße da. Und euch allen jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag. Hier noch ein bisschen Weihnachtsdeko aufhängen, Leute. Ist das nicht? Macht's gut. Tschüssi.